Alle in diesem Video getätigten Aussagen entsprechen unserer persönlichen Meinung. Wir möchten weder illegale und gefährliche Handlungen verharmlosen, noch zu diesen aufrufen. Drogen jeglicher Art können süchtig machen. Hilfe- und Präventionsmaßnahmen sind in der Infobox verlinkt. Helena, du? Na? Schickes Kostüm. Als was gehst du? Danke, du auch. Ich gehe als Witz. Krass, ich gehe auch als Witz. Wie schön. Warum liegt hier Stroh? Keine Ahnung. Warum hast du eine Maske an? Keine Ahnung. Dann blas... Halt, stopp. Ich habe versehentlich das falsche Video abspülen lassen. Mein Fehler. Das war aus meiner privaten Sammlung. Jetzt soll's nämlich weitergehen mit einer neuen Folge Ich hab noch nie. Unsere Helden haben heute einen besonderen Gast und es wird mal wieder richtig heftig. Viel Spaß. Was in dieser Folge passieren wird. Ich wurde noch nie so sehr getriggert vor einem Ich hab noch nie. Herausgefordert, richtig, Joshi, so würde ich es nennen. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwas fragen könntet, was mich schockt. Aber ich lasse mich auch überraschen. Ich hab noch nie Revi Schwanz im Mund gehabt. Alter. Willst du echt meinen Schwanz sehen? Willst du echt sehen? Ja! Oh, wie aufregend! Oh, jetzt bin ich richtig aufgeregt! Oh mein Gott! Ich zeig's dir, ja? Aber ich lasse mich auch überraschen. Okay. Weißt du noch, wie es Intro ist? Ja! Dann kennst du die Begrüßung. Ja! Ja, let's go! Stimmt, jetzt bist du ja eigentlich das Stammgast mittlerweile schon. Ja. Ja, okay. 3, 2, 1. Yo! Was geht und willkommen zu einem neuen Video! Leute, wir haben heute wieder einen wundervollen Gast da. Schön, dass du auch dich entschieden hast zum Ich hab noch nie dazu zu kommen. Ja, selbstverständlich. Aber trotzdem. Aber was? Jordi? Was? Oh. Leute, ich muss euch was erzählen. Oh nein. Ich will zwar so sagen. Ich wurde noch nie so sehr getriggert vor einem Ich hab noch nie Dreh. Herausgefordert, richtig, Joshi, so würde ich es nennen. Und zwar, wie bei jedem Ich hab noch nie Gast, das habt ihr wahrscheinlich noch nie so richtig mitbekommen, sende ich vorher meist eine Sprachnachricht und sage, hey, yo, nur damit du weißt, wenn irgendwas darin vorkommt, was dir vielleicht im Nachhinein nicht so gefällt oder wo du sagst, boah, das ist mir doch ein bisschen zu privat, dann sag uns das einfach, wir können alles rausschneiden, wir sind da ganz entspannt und bla bla blub. Und Jody hat einfach so frech geantwortet. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwas fragen könntet, was mich schockt. Aber ich lasse mich auch überraschen. Und das Ding ist, ich habe mir dann so gedacht, okay, Joshi, schmeiß nochmal alle Fragen über Bord, die wir vorher gesammelt haben. Und dann, Jody, habe ich mich in Verbindung gesetzt mit ein paar Leuten, die dir sehr nahe stehen. Oh, heute noch? Heute noch. Oh, wen denn? Oh nein, ich werde die alle schlagen. Aber... naja, so schlimm wird es ja nicht. Du bist ja sehr selbstbewusst und... ja, ich habe alles schon... hast alles schon mal irgendwo gesagt und deswegen ist es auch nicht weiter schlimm. Ja. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt beim Positiven. Ich habe richtig Lust irgendwie. Wie schön! Tia hat heute auch mir noch eine Mühe gemacht und hat gesagt, yo, ich freue mich total darüber, dass Ich hab noch nie wieder anfängt. Schön. Okay, also wir fangen die Videos by the way immer so an, dass wir eine Vorstellungsrunde machen. Ah. Das entspricht alles der Wahrheit, was wir da natürlich erzählen. Kann ich ein Astronaut sein? Ein Astronaut? Ja. Ich bin Jody. Jody. Jody sagt, dass sie gerne ein Astronaut wäre. Das sagt sie wahrscheinlich nur, um ihre wahre Identität zu verstecken. Jody hat auf ihrem Twitter-Profil stehen, dass sie mit Elon Musk zusammenarbeiten wird, was für viele sicherlich wie ein Scherz rüberkommt, aber in manchen Kreisen heiß diskutiert wird. 1994 gab es einen Vorfall, bei dem 62 Schüler beobachteten, wie ein UFO landete und Aliens aus dem Raumschiff kamen. Verschwörungstheoretikern zufolge sei auch Jody dort rausgekommen und wurde von Elon Musk als Forschungsobjekt aufgenommen. Das sind natürlich alles nur Theorien, aber vielleicht ist Jody ja wirklich nicht von dieser Welt. Ich bin Toni. Toni liebt Essen. Aber seit er ein kleiner Junge war, wurde er immer mehr und mehr traumatisiert von deutschen Pizzen, die sich als italienische ausgeben. Disgusting. Nach seinen erfolgreichen Bares Ferraris Streams kam ihm die Idee, eine eigene Sendung zu starten, in der es darum geht, ihm die besten Pizzen zu präsentieren und er wird sie ehrlich und lustig bewerten. Spitzen mit Witzen soll das Ganze dann heißen. Ich bin Nier. Nier ist ja schon ganz schön lange auf YouTube dabei, aber viele wissen gar nicht wie lange. Er hat vor mehr als 10 Jahren das erste Video auf seinem Kanal hochgeladen. Schauen wir da mal kurz rein. War mega krass. Oder das hier. Was geht ab, YouTube? Hier ist Nick, ihr seid ja auf meinem zweiten Kanal. Bing.
Mein Handy hat geklingelt, also das heißt, ich muss wieder los. Auf Wiedersehen. Ciao. Gott sei Dank macht er heute nicht mehr so einen Müll. Danke, Toni. Joshi, wie sieht's aus? Fangen wir langsam an oder? Ich würde sagen, wir fangen erstmal langsam an. Zum Kennenlernen. Zum Kennenlernen, okay. Erst, ich habe noch eine Frage. Ich hatte noch nie etwas mit einem oder einer Freundin oder Freund. Ich habe damals, als ich eine meiner besten Freundinnen kennengelernt habe, ganz lange mit der vorher Freundschaft Plus. Ah! Und das ist so... Und dann aufgehört? Ja, das ist so krass. Ich sag euch, alle Arten von Freundschaften sind möglich. Ich habe das niemals gedacht, dass das geht, ne? Mhm. Aber mittlerweile haben wir null Sexual Tension zwischeneinander und sind auf einem richtig geilen freundschaftlichen Level. Wie schön, das ist, vielleicht hat das die Freundschaft gestärkt. So dadurch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Deswegen, ich habe das Gefühl gehabt, damals habe ich oftmals komischen freundschaftlichen Beziehungen nicht so Glauben geschenkt, dass die wirklich so tief sind, aufgrund von vielleicht solchen Sachen. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich, dass das tatsächlich möglich ist. Ja. Und ich zweifle noch nicht mehr dran. Ich hatte es auch mal mit einer sehr guten Freundin, auch so ein bisschen Freundschaft plus. Ich würde auch sagen, wir wären auch jetzt noch befreundet, aber ich habe nichts mehr mit ihr zu tun. Und sie ist jetzt, hat auch Kinder und so jetzt schon. Oh, also, süß. Könntest du dir Freundschaft plus vorstellen? Ist das das, was du fühlst? Oder? Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich das noch nie gemacht habe. Ja. Aber, Mensch, ja, safe. Ich habe das Gefühl, man muss den Vibe dafür auch dann fühlen, so, weißt du? Ich habe das Gefühl, mittlerweile bin ich nicht mehr so into sowas. Ja, weil du es doch schon gemacht hast. Weil du es erlebt, so dann reicht's auch. Abgehakt, das cool. Ich habe noch nie mehr als 3 Schwangerschaftstests gekauft. Wild, total wild. Du bist auch ganz schön wild. Was gefahr ich denn ab? Ich glaube, vielleicht waren es auch nur 3. Hattest du das noch nie? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schwangerschaftstest gemacht. Krass! Oh, auf safe. Auf safe angelehnt, okay. Ja, ich war mir immer sicher, zu 100%. Krass, ich krieg richtig Panik. Alter, wenn ich eine Partnerin habe und auf einmal irgendwie... Eine Woche drüber? Eine Woche drüber, Digga! Eine Woche drüber, da würde ich schon aus dem Fenster springen. Für viele von euch wird es wahrscheinlich irgendwann so kommen, dass der Schwangerschaftstest positiv ausfällt und der Traum von einer Familie immer näher kommt. Aber gerade in der Zeit muss man sich viel schonen und sollte es auch immer gemütlich haben. Zum Glück geht das heutzutage ganz einfach. Mit Spiced Out. Spiced Out sorgt nicht nur für ein unheimliches Wohlbefinden vor der Geburt, sondern kann auch ganz einfach an die nächste Generation weitergegeben werden. Spiced Out ist für jeden perfekt, heute, morgen und für immer. SpicedOutClo.de. Schlag noch heute zu. Okay, aber jetzt habe ich die Spirale. Da kann ich. Ah, das ist richtig gut. Schon seit 2 Jahren. Das ist schlau. Habe ich gut verhütet einfach. Ich habe auch nicht mal die Pille genommen. Aber wo du die Pille nicht genommen hast, hast du auch keine Panik geschoben? Überhaupt nicht. Krass. Aber ich kenne auch meinen Körper gut. So. Mhm. Ich konnte es immer gut abschätzen. Also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man schwanger ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich schwanger wäre, wüsste ich, dass wenn dann so 1-2 Tage drüber war, dann wusste ich, alles kommt wegen Stress oder wegen das. Oh, voll cool. Ja, ich wusste immer, was los ist. Ey, ganz kurz, was ich einmal sagen will, was mich gerade sehr freut. Natürlich freut es mich, dass du grundsätzlich da bist. Aber es freut mich auch grundsätzlich, dass wir mal wieder einen weiblichen Gast haben. Mhm. Weil, also wir haben schon... Glaube ich, wir hatten einmal mit Julia Beautics und mit Annikation. Oh. Und ich würde sagen, ich kann mir vorstellen, dass du so vom Vibe her wahrscheinlich die offenste bist. So. Weil bei denen haben wir uns noch krasser zurückgehalten, so auf Respekt-Level, weißt du? Ach so, ja, nein, wir sind doch gute Freunde. Ja, eben. Und da haben wir keinen Respekt. Ich habe noch nie mit jemandem etwas gehabt und es im Nachhinein bereut. Du nicht? Nein. Krass. Vielleicht auf dem Vibe so, ich bin, wo ich bin, ich bereue nichts, was ich gemacht habe, könnte man sagen, aber andererseits, es gibt so eine Situation, wo ich denke, da habe ich mich halt zu was überreden lassen. Oh, okay. Ja. Ach, diese Geschichte! Ja, da habe ich mich zu was überreden lassen, aber... Welche Geschichte? Ich hatte mal was mit einer, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, so ich... Okay. Aber ich habe mich halt dazu überreden lassen. Hat die gesagt, bitte? Hey, ich wollte gerade sagen, okay? Was hat sie denn gesagt? So. Ja, sowas in die Richtung die ganze Zeit. So, komm schon, lass doch mal. mir fiel es halt einfach so schwer, mitten in der Nacht das einfach so zu sagen, ja komm, lass uns das machen. So. Vielleicht ist es ja auch nicht schlimm so. Also schlimm. Keine Ahnung, aber im Nachhinein denke ich so, ja, hätte ich vielleicht einfach nicht machen sollen. Aber bereust du es wirklich oder denkst du einfach nur, das war unnötig? Weiß nicht, also irgendwie bräuchte ich das schon. Okay. Ich hatte das mal so, dass ich in so einem neuen Freundeskreis war. Also das waren so Leute, die ich kennengelernt habe. Und ich fand die alle voll cool. Und da war so eine Hausparty.
Und da war so ein Girl, die hat sich den ganzen Abend an mich rangemacht. Und ich dachte mir so, ja, okay, chillig halt so, die war auch ganz süß eigentlich. Und dann ging es zum Abend zu und alle haben sich einen Platz in dem Haus gesucht, wo sie schlafen. Und ich habe mir das Sofa genommen. Und dann kam sie dazu und meinte so, ja, kann ich mich auch hierhin schlafen legen? Und dann meinte ich so, ja, ist okay so, ne? Und dann hatte ich halt mit deren One-Night-Stand, aber das war richtig doof. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also nicht, weil sie was doof gemacht hat, aber auch, ich habe es nicht so gefühlt. Und danach war ich voll aus dem Freundeskreis raus, weil die anscheinend von dem einen, der sozusagen einer von den, wie sagt man, ich will nicht sagen Führer des Freundeskreises, sondern aber schon einer der Heads von dem Freundeskreis war. Und die, der war voll verliebt in die und hat das dann aber mitbekommen. Und dann habe ich da weniger zu tun gehabt. Und das habe ich dann schon gedacht, habe ich mir so gedacht, voll unnötig. War dann nicht mal gut und dann auch noch, ist noch negativ am Ende. Da war ich noch jünger. So, und weißt du, so. Ja, voll. Das ist auch nicht. Also, das ist echt toll. Ich habe noch nie anzügliche Bilder auf OnlyFans hochgeladen. Also, bockt? Bockt? Ja, schon. Also, es ist schon. Das ist so eine ganz neue Art, mich selbst kennenzulernen, das Internet kennenzulernen, meinen Körper kennenzulernen, Fotografie kennenzulernen. Das ist voll die schöne Plattform dafür, weil es ist eine sehr kleine Community. Jetzt inzwischen sind vielleicht so 900 Leute oder so da. So alles irgendwie total respektvolle Menschen. Ich schicke an jeden, der neu dazu kommt, automatisch so eine richtig lange Sache, E-Mail, Text, Dingsbums raus, wo drin steht, was es ist und was es nicht ist, dass ich kein Porn mache, dass ich mich nicht ausziehe, dass ich keine Dickpics haben will, dass es nicht... Was machst du denn, wenn ich fragen darf? Weil ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich würde sagen, ich zeige nicht mehr als irgendwelche Fitness-Influencerinnen oder welche, die im Bikini irgendwas posten. Also so, es gibt nichts Nacktes von mir zu sehen oder nichts Sexuelles, so richtig so. Eher so erotische Fotos, okay. so soft Nudes, so das... Okay. Schön. Ja. Weil ich muss ganz klar zugeben, in letzter Zeit erwische ich mich immer mehr dabei, wie ich Fotos von mir nackig mache. Ja, so. Es ist richtig wichtig, sich selbst schön zu fühlen. Wenn du diese Fotos anguckst nach ein paar Tagen, dann siehst du, das bin ich. Es gibt dir so ein krasses Gefühl. Also es ist einfach so, ich habe heute Morgen auch ein Video von mir gemacht, wie ich vorm Spiegel stehe und mit dem Schwanz wackel. Ja. So auf den Vibe. Ja. Aber so auf... Hat sich irgendwie richtig angefühlt. Ja, alles versehen, die WG-Gruppe geschissen. Und dann, wenn man sowas noch teilen kann mit Leuten, die das irgendwie appreciaten, die meisten Leute, die da sind wirklich so respektvoll. Voll stark. Irgendwie. Und die schreiben mir echt nette Sachen, so dass sie es stark finden, dass ich das mache. So. Besonders wenn du dann schöne Bilder oder so postest, ist ja auch richtig schön. Genau, wenn das ein Exclusive Content. Genau, sowas so. Das ist irgendwie eine wirklich tolle Sache. Leute, an der Stelle, checkt mal die Infobox aus, denn da ist der OnlyFans-Account von Jordi verlinkt. Nur wenn ihr über 18 seid. Genau, ab 18, checkt das gerne mal aus. Lasst da so ein, wie nennt man das, Follow da oder Subscription? Naja, Subscription, das ist 5 Euro im Monat für Subscription. Versprechen, wo du winnst, Schwanz im Mund. Wenn ihr Jordi mal in diesen schönen Bildern sehen wollt, also ich persönlich denke gerade so, muss ich mal vorbeischauen, vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Ist ja sehr interessant. Weil kann ich dir gleich zeigen. Gerne. Ja. Vielleicht mache ich mir auch wirklich auch mal einen. Aber ich glaube, ich hätte so schon den Drang auch so ein bisschen... Da mehr zu machen. Dann unterhalte ich mal mit deinem guten Freund T darüber. Ich habe auch so oft darüber nachgedacht, weil ich habe zum Beispiel so einen privaten Instagram-Account, so, wo so jetzt 2000 Bilder oder so sind, wo ich denke so, ey, ich würde das eigentlich voll gerne auch öffentlich machen, aber irgendwie auch nicht. Dann habe ich auch voll oft drüber nachgedacht, so, ey, wäre das vielleicht sowas für OnlyFans? Da sind aber auch private Einblicke, muss man dazu sagen. Ja, da sind auch private Einblicke, aber also dann wirklich denke ich so, dafür aber dann Geld verlangen? Ach, ich weiß nicht. Ja, das ist in diesem Geld, diese Paywall-Dings-Bums-Geschichte ist immer ein bisschen schwierig. Für mich ist es relativ einfach, weil ich sage, das ist mein Körper, das ist mein Wert. Ich will diese Fotos nicht einfach so rausbringen und das schützt mich auch ein klein bisschen davor, dass sie zu weit geteilt werden. Ich finde es eigentlich sogar verständlich, dass da diese Paywall ist. So. Ja. Dass es einfach wirklich diesen bisschen Secret-Vibe auch hat, finde ich sehr, 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 sehr... Das hält das Ganze klein in der Community. Nur die Leute, die müssen aktiv 5 Euro bezahlen, um das zu sehen. Und dann weiß ich, dass die auf irgendeine Art und Weise mich wertschätzen, um mir 5 Euro zu geben. Ich weiß, das sind Leute, die sind irgendwie okay. Mhm. Kein Troll würde da hinkommen. Sonst hast du Leute, die da einfach dann scheiße Kommentare schreiben und dich dann wieder runter. True. Ey, ich überlege nochmal weiter, ob ich das auch mache. Wenn du Fragen hast, frag mich. Ich habe jetzt schon das ein oder andere schöne Bild, muss ich sagen. Kannst du mir was schicken, dann sag ich dir mal, was du da... Also ich habe aber nur so, also wo man auch meinen Penis sieht. Ja, kannst du mir auch schicken. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie jemand, der mein Freund ist, also weiblich, einfach meinen Penis gezeigt. Auf dieser Ebene von, auf chillig. Also ich finde, wenn man so ein schönes Foto jetzt macht und dann sagt, hier, guck mal, das habe ich gemacht, und dann ist ja halt der Penis zu sehen, so dann finde ich, kann man das schon schicken Leuten, denen man sehr vertraut ist. Ich habe das auch nur, ich glaube, mit einer Freundin habe ich das vorher gemacht, bevor ich OnlyFans hatte. Das Video, also Joe kann das ab und zu mal so sexy Selfies geschickt. So. Gehen wir direkt in die nächste Frage rein. Ja. Ich habe mir noch nie unten unkonventionelle Dinge reingesteckt.
ich habe schon Stories gehört. Ja, ich habe auch schon Stories von Girls, die sich alles Mögliche schon reingesteckt haben. Ich persönlich, wenn ich ein Girl wäre, würde das wirklich aus Interesse wirklich mir Dinge da reinschieben. Jetzt sage ich dir eine Sache. Es gibt Frauen, die sind sehr sensibel, was das angeht. Mhm. Und es gibt Frauen, die haben weniger Gefühle, was das angeht. Und bei mir ist ja zweiteres so. Ich spüre das und es ist ein schönes Gefühl, aber ich habe keine so übermäßig großen Glücksgefühle, wenn ich irgendwas reinstecke. So. Aber so, ich dachte so aus Interesse so. Das fühlt sich alles gleich an. Ach, okay. Also nee, natürlich fühlt sich nicht an. Also wenn es größer ist, ist es größer, wenn es kleiner ist, ist es kleiner. Mhm. Aber es hat jetzt nicht, ich fühle jetzt nicht zum Beispiel, wenn man, es gibt ja diese Kondome mit Noppen zum Beispiel. Fühle ich keinen Unterschied zu normalen Kondomen. Okay. So, manche Frauen fühlen das sehr intensiv. Interessant. So, also so, das gibt immer unterschiedliche Gefühle. Interesting. Schon, ja. Nächste Frage. Ich war noch nie high im Phantasialand. Haben wir schon mal den safe Schluck auch wieder am Start. Müssen wir dazu was sagen? War ein schöner Tag. War ein sehr schöner Tag. Sehr schöner Tag. Ein fantastisch schöner Tag. Shoutout an der Stelle ans Phantasialand. Genau. Ich dachte eigentlich an unsere Gang. An unsere Gang. Ja. Shoutout an unsere Gang. Ich habe noch nie andere illegale Drogen ausprobiert, neben Gras und Alkohol. Okay. Ich habe darüber schon mal in einem Stream geredet, dass ich schon so Trüffel-Magic-Trüffel. Das würde ich auch voll gerne mal machen. Das ist echt Trüffel oder LSD würde ich übel gerne mal machen. Einfach nur so aus künstlerischer Sicht, so um mal die Welt ein bisschen anders zu sehen. Ganz real, ich glaube, das würde dir gefallen. Ja, ich glaube das auch, aber ich habe noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden. Ich glaube, es braucht genau die richtigen Momente. Du musst das richtige Gefühl haben. Der richtige State of Mind. So, das und so. Setting einfach grundsätzlich. Genau. Das ist dann wirklich, wenn du dich darum kümmerst, dass du das alles hast, dann wird das ein Erlebnis, was dich so krass. Also, oh Mann, okay. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf im Video, ne, aber... Nee, es geht ja, du kennst mich ja auch, du weißt genau, dass ich weiß, dass du das verträgst und so. Und ist keine allgemeine Empfehlung für dich. Genau, ist keine allgemeine Empfehlung. Ganz, ganz wichtig. Okay, nächste Frage. Ich habe noch nie über Tonis Bauch gestreichelt. Ganz kurz, das zählt nicht. Warum nicht? Das zählt nicht. Aber du musst trotzdem trinken. Warum? Habe ich schon mal über deinen Bauch gestreichelt? Ja, als wir uns kennengelernt haben. Warte, was? Okay. Liebner erst. Wann haben wir uns kennengelernt? Ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, wo wir uns getroffen haben, aber auf dieser einen Hausparty von, wer war da alles da? Da war Rezo da, da war Drew da. Bei Drew zu Hause. In der ganz alten Wohnung, genau. Und da bist du an mir vorbeigegangen, das erste Mal, als wir richtig Kontakt hatten, an mir vorbeigegangen, über meinen Bauch gestreichelt, stehen geblieben, oh, dein Bauch fühlt sich voll toll an und hast die ganze Zeit so drüber gestreichelt. Und dachte mir so, ich habe das erste, was ich gedacht habe, war so, ist sie vergeben? Ist sie nicht mit Revi zusammen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ja, wahrscheinlich. Habe ich tatsächlich keine Drogen genommen. Was? Hey, warte mal, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Warum fühlt dein Bauch sich gut an? Oh mein Gott, der Bauch fühlt sich ja voll gut an. Du hast ja voll das Sixpack. Ich habe noch nie eine Mumie geleckt. Da wollten wir halt auch herausfinden. Ja, ne? Ich würde das voll gerne Interesse? Machen. Ja? Aber ich glaube, ich kann nicht. Warum? Ich glaube, ich finde Frauen auf so eine Art und Weise einfach nicht genug attraktiv. Aber man kann ja trotzdem mal eine Mumie lecken. Ja, stimmt. Ja, ich würde das schon irgendwann, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber also so, ich kann auf jeden Fall, ich wäre übel gerne bisexuell. Mhm. Ich fände es so schön, mit einer Frau zusammen zu sein. Aber so romantisch geht auf jeden Fall nicht. Das ist so dramatisch. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mehr auch damit so auseinandergesetzt, ob ich nicht vielleicht mal mit einem Mann das ausprobieren möchte. Und da muss ich aber auch noch herausfinden, bis wohin das für mich geht. Weil ich habe das Gefühl, dass vieles in mir dieses geschulte Ding ist von so habe ich zu sein, weißt du? Und deswegen habe ich so versucht, so ein bisschen tiefer in mich reinzufühlen von wegen, was wäre denn, wenn ich das einfach nicht so gelernt hätte, wenn ich einfach nur auf mein Gefühl höre, zu wem ich mich vielleicht hingezogen fühle. Mhm. Und ich muss sagen, es gab schon den ein oder anderen Moment, wo ich sagen würde, ey, den Typen finde ich echt hot und auch, da würde ich nicht nein sagen, wenn man sich ein bisschen näher kommt, weißt du? Und deswegen werde ich da vielleicht mal irgendwann die ein oder andere Erfahrung sammeln. Aha. Oh, aufregend. Ich spüre den Alkohol schon kicken, Alter. Ich habe nur so... Wenn du den Alkohol schon kicken fühlst, ist das vielleicht der richtige Moment für einen... Schnick, schnack, schnuck. Oh fuck, Alter, aber nicht auf real, nicht auf hardcore, weil das nicht, ist... Nicht auf hardcore? Was, worum geht's? Was sagen wir jetzt? Schnick, schnack, schnuck, einer muss austrinken. Schlücke? Ja, eigentlich ist es immer so austrinken, aber das geht austrinken, hier nicht. Austrinken! Okay, komm, schnick, schnack, schnuck. Okay. Mit austrinken dann? Mit austrinken. Falls austrinken, du kannst zwei machen. Falls ich... Ich darf zwei machen, okay. Nicht exen, aber austrinken. Ich fühl's jetzt schon wirklich kicken. Krass. Okay, schnick, schnack, schnuck. Ich hoffe, du verlierst. Ehrlich, muss ich es ehrlich sagen. Sowas wünschst du mir? Ja, weil das wäre ja lustig. Schnick, schnack, schnuck. Mia trinken.
als ob. Geil, Alter, let's fucking go. Der gute alte Stein. Dachte sich nie und wurde zerstört. Ich hab noch nie Revis Schwanz im Mund gehabt. Hast du getrunken? Ich dachte, du hättest aus Spaß getrunken. Ja, was ist das denn für eine eklige Formulierung? Hätte ich das anders formuliert, hätte ich locker, easy, ganz schnell getrunken. Wie nennst du das? Ich wollte gerade sagen. Penis? Ja. Was ist, wenn du, finde ich ekelhaft. Also, okay, kurze Frage, wenn ich das fragen darf. So Dirty Talk-wise, ne? Wenn du so sagst. Mach ich, sag ich, mach ich nie. Nein? Nee, ich habe das noch nie gemacht, in meinem Leben noch nicht. Ich finde das ganz cringy, das selber zu machen. Krass. Ich habe das Gefühl, man kann irgendwann so eine Schwelle überkommen, so wo dann so das auf einmal so nicht mehr wie so in deutschen Pornos ist, sondern auch wie so auf Next Level. Und was sagst du denn da? Freunde, leider konnten wir die folgenden Szenen nicht mit ins Video nehmen, weil sie zu heftig sind und das Video sonst gesperrt worden wäre. Upsi. Weiter geht's. Ich finde wirklich, dass man wirklich auch in Deutsch nice'n Dirty Talk haben kann. Ja, selbstverständlich können das manche bestimmt ganz gut, aber ich finde das einfach, noch hat es noch nicht gepasst wahrscheinlich. Ich fand es auch nicht so. Aber wenn man so redet beim Sex, ich finde schon, aber dass was da... Was redet man denn da? Ja, zum Beispiel, wenn der eine sagt, was er von dir will. Mach doch einfach. Nee, ich finde das wichtig. Aber ich finde, die meisten Sachen kann man nonverbal kommunizieren. Ja, ich finde auch, die meisten Sachen beim Sex reden, finde ich ein bisschen unangenehm. Vielleicht bin ich komisch, keine Ahnung. Nee, das ist nicht komisch. Ich sag zum Beispiel so, ich mag zum Beispiel, keine Ahnung, manchmal fühle ich so, also was so ein Ding von mir ist, ist wirklich so... Oder keine Ahnung. Wir waren gestern drehen und hatten wir so einen professionellen Kameramann dabei und dann haben wir irgendwie darüber geredet, so dass diese Pornobranche ja eigentlich auch mega das Geschäft ist, so riesengroß und so. Und da viel produziert wird. Und da habe ich gedacht, boah, wenn ich Pornos machen würde, ich würde, glaube ich, jeden Porno mit so einem richtig dummen Dialog machen, wie halt diese deutschen Dialoge. Einfach als so. Oh, ich das ja, Porno. Das ist doch voll cool, wenn da irgendwie so ein richtig dummer Dialog ist mit diesem Stroh oder mit den Feuerwehrleuten. Am Anfang meinst du so einfach. Genau, einfach ja. So. Das Turnier-Intro. Ja, true. Das wird auch zu mir passen, wenn er so produzieren würde. Oh mein Gott. So mit Effekten. True. Wenn er so kommt, kommt so Feuer weg. In 20 Jahren, wenn wir alle keine Influencer mehr sein können, dann machen wir alle Porn. Aber Porn ist doch auch Influencer sein, oder? Ja, aber Sex-Influencer. Ja, okay. Ist noch mehr Influencer. Vielleicht können wir wieder was bewegen, dass die Leute nicht mehr so denken, dass Porn so der Maßstab ist und man kann ja, wieder true. Echten Sex. True. Ich habe letztens sehr schönen Porn, so ein Pärchen gefunden, die übel schönen Sex miteinander haben. Das ist deren Slogan ist auch Make Love, not Porn. Okay. Und das ist so schön, ach, das ist einfach schön anzugucken. Das ist halt ganz erotisch, das ist einfach nur schöner Sex, den die haben. Schickt mir das gerne mal zu. Auf einer Plattform oder? Weil es gibt extra Seiten, die genauso aufgebaut sind. Ach so, ja, es gibt so Frauen-Porn-Seiten. Genau, genau. Ne? Ja, nee, das war einfach so. Es kommt ja bestimmt auch auf solchen Seiten. Mhm. Aber ich habe es irgendwie entdeckt einfach. Ja, ich finde es auch schön, wenn das so ein bisschen. Ich versuche jetzt gerade, ich habe noch ein bisschen wieder drüber nachgedacht, ich versuche ein bisschen meinen Pornokonsum zu regeln, so ein bisschen runterzufahren. Seitdem ich wieder Single bin, ist so ein bisschen ausgeartet. Nimm mal Porn, wenn du masturbierst. Ja, oder halt Live-Video. Oh, das ist schlecht. Warum? Das ist voll nice. Nee, das ist nicht gut, weil du dann nicht, also erstmal hast du die besten Orgasmen, wenn du nur in dir selbst bist und dass dieses Bedürfnis wird gar nicht, weil du so abgelenkt bist. Das mit dem besten Orgasmus würde ich anders fühlen. Also ich habe besten Orgasmus mit jemand anderem. Ja, natürlich, das meine ich. Ich meine jetzt aber zumindest alleine. Okay. Das Ding ist, meinst du wegen Vorstellungskraft? Du musst einfach in deinen Körper hören. Du musst hören, was du fühlst und was du, das musst du alles mitkriegen. Nicht, was da visuell vor dir abgeht, sondern du musst in dir drin sein. Weil deep. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig für deinen Körper. Aber ja, mach das mal. Werde ich. Ja. Ich werde jetzt sowieso erstmal zurückfahren erstmal und dann gucken. Ja, und dann gucken. Also nicht gucken, sondern ich gucke mal auf mich gucken. Ja, probier's mal aus. Nein. Kann nicht schaden, kann nur helfen. Okay, nächste Frage. Ich habe noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht. Wie in Porn so ein Schlauch dran gemacht. Kennst du das mit dem Schlauch? Nein. Das ist da so Fake-Sperma. Ah, mit drin. Oh. Wieso hast du das gemacht, wenn ich fragen darf? Manchmal macht man das, wenn man einfach will, dass es zu Ende ist. Krass, ich finde das voll schade. Ja, aber es war auch nicht guter Sex, war auch keine gute Verbindung. Mhm. So, das war halt nicht so gepasst so und dann aber dann, bevor man jetzt da das Fass aufmacht. Damit man nicht so groß ist, verstehe, genau, okay. Ich muss dem nichts beibringen, weil ich wusste, es bringt eh nichts, ich will nicht mehr Sex mit dieser Person haben, deswegen lasse ich es jetzt einfach so. Das verstehe ich. Und dann ist vorbei. Also war nicht schlimm, ich wollte es nicht beenden, es ist schlimm, vorbei, sondern einfach so, jetzt reicht es mal langsam. Verstehe ich. Dann
dann war es schön. Es war, ich finde es ja trotzdem schön. Ich hätte gedacht, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe es voll. Ja, voll. In so einem Zusammenhang, wie du es gerade gesagt hast, komplett verständlich. Dass man dann so sagt, jetzt muss man jetzt ja auch nicht so ein dickes Ding aufmachen. Ja, eben. Auch ja, easy. Bis dahin war es hübsch. So, ich wusste, es geht nicht zu Ende. Ja. Manchmal geht es ja nicht so. Das ist einfach in Ordnung. Dann meistens, also wenn man halt mit jemandem ein bisschen vertraut und so, dann lässt man es einfach auslaufen oder sagt so, okay, jetzt können wir kuscheln. So, keine Ahnung, was so. Okay. Das ist ja voll normal, voll in Ordnung. Ja. Aber bei manchen Situationen denkst du einfach, ach komm. Das verstehe ich. Hörst du das? Was ist das? Hört ihr das? Nein, ich weiß nicht, was passiert. Oh mein Gott, was ist das hier? Das ist das Zeichen für die ultra heftigen Fragen. Ich wurde noch nie auf sexuelle Weise angespuckt. Da zählt auch schon wahrscheinlich, wenn der Mann auf die Mumie spuckt, oder? Mhm. Das zählt. Ich wurde mit Hass angespuckt. Darf ich dich was fragen? Ja, frag mich was. Ich habe zum Beispiel manchmal so den Vibe, dass ich Spucke echt sexy finde. So. Mhm. Zum Beispiel, manchmal fühle ich so, wenn ich was mit jemandem habe, so, die so wirklich zum Beispiel auf die Brüste so zu spucken und damit so einzuschmieren. Mhm. Fühlbar? Ja. Wenn du das fühlst, ja, safe. Okay. Ist jetzt nicht meine Vorgehensweise, aber meine Vorgehensweise. Ey, wenn du das magst, ist ja, ich verstehe das. Wenn es in sowas geht, bin ich immer voll Freund davon, wenn ich merke, dass eine Person das mit Leidenschaft macht. Wenn ich merke, dass das richtig ist, was sich richtig antönt, dann macht mich das auch an. Verstehe ich. Das, die Sache an sich, ich finde es nicht geil, vielleicht mit Spucke eingerieben zu werden, aber ich finde es schön, wie du da drauf reagierst, wenn dir das gefällt. Ja. Und das fühle ich dann. Diese Leidenschaft, das verstehe ich auf jeden Fall. So, ich würde auch so sagen, dass ich das niemals, ich würde das niemals so machen auf dem Vibe von, weißt du, was ich meine? Oder so auf Disgusting so, sondern wirklich. Wenn dann nur, wenn der Vibe auch genauso da ist, so, weißt du, wenn diese Leidenschaft dabei besteht. Und das fühle ich sehr, was du sagst. Deswegen, safe, warum nicht? Also safe, whatever floats your boat, ha? Okay, nächste ultra heftige Frage. Ich habe oder wurde noch nie in den Arsch gebumst. Hast du noch nie in den Arsch gebumst? Ach so, ich habe und wurde nicht. Das Ding ist. Jetzt wisst ihr nicht was, hä? Klar. Beides. bei mir ist das ehrlich gesagt mit dem, also machen, schon lange her, dass ich das letzte Mal jemanden in den Popo... Ja, bei mir auch. Aber ich finde, ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich Popo-Sex nicht so das Ding ist, wo ich sage, das ist richtig geil, aber ich würde sagen, das ist so, ich denke mir so, das ist so dieses Ding von, ist nicht erlaubt, weißt du, was ich meine? Also ich hatte immer das Gefühl, dass es, also so wirklich von dem Gefühl, was man hat dabei, nicht so nice ist, wie... Mumie? Wenn man jetzt Mumie macht zum Beispiel. Aber es war halt trotzdem irgendwie halt einfach dieser Gedanke, dass man das macht. Weil ich glaube, halt das ist meistens dieses Ding, ne? Dieser so, Gedanke daran. Ja, sonst fand ich das eigentlich, fand ich nichts Besonderes eigentlich. Ich habe noch nie Bondage ausprobiert. Ab wann? Ist schon Fesseln, schon Bondage mit so Dings? Oder muss das dieses so komplett im Käfig, also in diesem Ding so drin? Also da, das will ich jetzt... Ich würde sagen Seile halt. Seile, ja. Okay. So, also schon das Bondage-Dings. Okay. Also, ne? Ja, Seil auf jeden Fall. Bondage, was gehört noch dazu zum Bondage? Was gehört nicht dazu? Was gehört Bondage auch sowas wie Peitsche und sowas? Ist das Bondage? Oder ist das ich glaub, BDSM? Das ist BDSM. Das ist BDSM. Genau, BDSM. Bondage ist nur dieses Fesseln. Und es hat nicht mal unbedingt was mit Sex zu tun. Ich glaube, es ist nur dieses Gefesselt. Ich glaube, es geht viel um Kontrollverlust, um... Ja, krass. Hast du da Erfahrungen schon gemacht? Nee. Also ich habe... Nein, gefesselt beim Sex. So, das ist ja du hast gefesselt? Beides. Oh! Ja, und könntet ihr euch fesseln lassen? Oder wollt ihr noch fesseln? Auf jeden Fall. Ich könnte mich auch fesseln lassen. Habt ihr es schon mal gemacht? Weiß es nicht. Also, das ist, ich glaube schon. So das Ding ist, ich habe noch nie mich fesseln lassen, so richtig, auf real, dass ich mich so nicht bewegen konnte oder so. Mhm. Ich würde sagen, es kommt für mich darauf an, also ich muss der anderen Person das abkaufen. Ach so, okay. Weißt du, was ich meine? Vertrauen, sagst du jetzt. Vertrauen und ich muss der das abkaufen können. Die Dominanz? Ja. Mhm. Ich habe ein großes Problem damit, also wenn ich der Person nicht abkaufe, dass die mich dominieren kann, dann kannst du dich nicht dominieren. Dann werde ich mich da, dann denke ich mir, Alter... Ja, das kenne ich sehr gut. Also ich hatte schon wirklich Situationen, wo auch ein Girl, die hat mich richtig so auf den Vibe so richtig so, ne, so richtig festgehalten, wo ich mir auch dachte, wow, ey, dir glaube ich gerade, weißt du, was ich meine? Wow, ich hau ab. Ich kann ja nicht abbauen. Und du, Nia?
Ja, ich hatte auf jeden Fall so anfängliche Sachen, aber so auch so komplett, dass ich nichts mehr machen konnte, hatte ich nicht. Also bei mir selbst. Aber hätte ich auch kein Problem mit eigentlich. Aber da gibt es auch spezielle Techniken und Knoten irgendwie für, ne? Ja. Aber ich glaube, man darf da nicht einfach so auf leichtfertig, man kriegt es nicht wieder schnell auseinander oder irgendwie so. Oder ja, muss übel vorsichtig sein, auch mit BDSM und so. Ich habe noch nie gedacht, Rebis Sperma schmeckt ultra eklig. Hast du das schon mal gedacht? Wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich mir denken, es schmeckt wahrscheinlich ultra eklig. Keine Ahnung warum. Ja, wieso? Weil ihr aber denkt, jedes Sperma schmeckt ultra eklig. Ja. Das ist so ein Meme auch auf TikTok, oder? So eine Battery Acid. Also, ich habe ein Battery Acid, genau, das ist das. Battery Acid? Ja, viele Frauen sagen so, dass sie seit Jahren Battery Acid schlucken müssen. Oh mein Gott, die armen Frauen. Dann isst du falsch, dann hast du auf jeden Fall ganz schlimme... Viel Rauchen, also viel Fett. Sachen essen. Das ist viel Ernährungsding. Ganz, ganz viel. Rauchen, oh mein Gott, so viel Ernährung. Wenn du Joghurt gegessen hast, ciao, weg damit. Joghurt? Ja, das schlimm. Fängt schon an, das wird schon geahnt, so sauer, eklig. Ach krass. Das habe ich jetzt nicht geahnt. Macht ja aber Sinn. Ja, aber das, was, was man so hört, Alkohol ist ganz genau, schlimm. Alkohol, Fleisch und Zigaretten wusste ich jetzt. Ja, aber auch so Milchprodukte machen das auch. Kriegt man noch richtige Informationen. Alles so Früchte, die sind super. Viel trinken, Wasser, viel Wasser trinken. Ich trinke nur Wasser. Fantastisch. Tony safe. Tony safe, aber Tony trinkt. Aber ich habe schon, ich hab schon oft gehört, dass es auch nicht immer gut ist. Boah, ich muss sagen, jetzt mal Real Rap, Leute, seid mal ganz kurz real. Von allen Girls, die bis jetzt hier in dieser Show waren, du warst so am ehesten bei allem so, ja, so. Du bist so, du hast nicht so... Ich habe nichts zu verheimlichen und ich freue mich, über sowas zu reden, weil ich glaube, dass es vielen Leuten was gibt, wenn wir über sowas offen reden. That's true. Wollen wir jetzt nochmal eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck spielen, um zu gucken, wer das Glas nochmal lernen muss? Das heißt, einer trinkt einfach und dann ist das Video aus und einer ist besoffen. Wir trinken die alle aus. Okay. Also wenn wir hier von Dominanz reden, Leute, wenn wir hier von Dominanz reden, da bin ich natürlich gerne dabei. Ich kann gut bedienen. Ich will nicht drücken, ja, ist dann. Das ist so cool. Das Ding ist, du trinkst aus und ich bin Schnick, so. Schnack, Schnuck. Okay. Oh, okay. Kennt ihr das, wenn schon so? Nee. Ist so. Okay, lass es Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich komm, ich trink auch einen Schluck. Okay, tschüss. Leute, lasst uns in den Kommentaren wissen, wie hat euch diese Folge gefallen? Außerdem. Außerdem. Willst du noch was außerdem sagen? Sag du auch gern was. Ich. Was willst du noch mitgeben? Nee. Wenn ihr Jody nackt sehen wollt, Alter, dann zieht euch den OnlyFans rein. Kannst du mir noch ein Bild zeigen? So auf Teaser für mich? Kann ich anzeigen, was noch kommt bald? Ja. Das hier kommt jetzt als nächstes. Alter. What? Alter! Mia, willst du sehen? Ja, Reaktion. Willst du ist sehen? Ja, nichts Schlimmes. Das ist stark. Leute, wenn ihr sehen wollt, ich zeig euch nicht. Kurz ein Bodyflex hier am Start, okay? Finde ich aber schön, finde ich schön. Cool. Leute, sagt mal in den Kommentaren. Jetzt mal real, ich habe gerade so ein bisschen so Vibe gecatcht. Habt ihr Bock, dass ich OnlyFans mache? Ich hab ja auch Bock gehabt, hier auf Dings Turnier-Accounts zu machen. Stell dir mal vor, würden geisteskrank ausrasten. Stell dir mal kurz vor, es kommt ein neues, ich hab noch nie raus, ne? Und dann immer mit dem Gast auch ein gemeinsames Bild. So, ich sitze so bei Nia auf dem Schoß, nackig, und der Gast dann auch noch in einer anderen Pose. So. Hey, ich bin sofort dabei. Ja? Das wäre krass, würde ich auch sagen. Das wäre heftig. Wir machen Collab, wenn es soweit ist. Die Hand drauf, crazy, okay. Damn, Alter. Das war's für dieses Tor. Mia. Jody. Video. Guckt bei uns allen vorbei. Haut rein, Leute. Ich muss mir gerade noch mal mein Bild von heute Morgen. Ich finde, das ist doch irgendwie. Ich will jetzt nicht so wegdrehen. Ich habe das Gefühl. Willst du echt meinen Schwanz sehen? Also, ich will jetzt nicht deinen Schwanz sehen, aber ich will das Bild sehen. Willst du echt sehen? Zeig uns mal. Oh, hab ich aufgeregt! Oh, jetzt bin ich richtig aufgeregt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jody, was wir gerade hier für eine Schallmauer durchbrechen, ist ja unglaublich. Ich zeig's dir, ja?